Gelingt uns ausgerechnet im Mutterland des Fußballs die Sensation der Saison und gibt es den Brexit auf Hessisch? Das klären wir heute in unserer Krombacher Runde und wir haben einen Europapokal-Experten bei uns, nämlich den UEFA-Cup-Sieger von 1980, Ronny Borchers. Grüß dich, Ronny. Hallo, servus. Ronny, lass uns, bevor wir nach London blicken, ganz kurz noch einen Blick zurückwerfen auf letzte Woche. Ich glaube, Chelsea, was die hier abgebrannt haben bei uns im Stadion, das war bislang schon der stärkste Gegner in dieser Europa-League-Saison. Würdest du mir zustimmen? Ja, in einer Richtung, weil da geht jedem das Herz auf, wenn du siehst, was für Spieler da spielen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist und was der Vorteil von unserer Seite ist, diese Jungs spielen einzeln. Wir spielen als Team. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Das wird man auch dann jetzt wieder sehen. Hoffentlich, genau. Ja. Du hast gerade angesprochen, 11 phänomenale Einzelspieler. Chelsea, die können sich sogar erlauben, einen Hazard und einen Higuain auf die Bank zu setzen. Aber sie haben das Auswärtstor gemacht bei uns. Das heißt, wir stehen erstmal so ein bisschen unter Zugzwang. Wir müssen ein Tor schießen. Was denkst du, wie viel Offensive muss sein oder darf vielleicht auch sein bei uns morgen? Von unserer Seite aus. Mhm. Ja gut, das allererste wird sein, dass wir wieder dahin kommen, wo wir groß geworden sind innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, ein aggressives Spiel, was ganz, ganz wichtig ist. Das habe ich seinerzeit gesehen, als wir, wo war es gewesen, wir liegen zurück. Und ich denke mal, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Mhm. Und alles machte so den trägen Eindruck und kurz danach Knöpfchen gedrückt und dann ging richtig die Post ab. Mhm. Das ist uns schon des Öfteren in dieser Form positiv aufgefallen. Mhm. Und von daher haben wir sicherlich auch eine Möglichkeit, hier Gas zu geben. Wie gesagt, wenn wir wieder kurze Wege gehen, wenn wir aggressiv spielen, das wird die Voraussetzung sein, eine solche Mannschaft zu schlagen. Obwohl natürlich der Gegner ein Traum ist. Du hast ganz vergessen, die haben 18 Nationalspieler im Kader. Ja, ein paar mehr als wir. Da würde uns der eine oder andere ganz gut tun, zumindest was das letzte Spiel angeht. Du bist als Art Glücksbringer, als UEFA-Cup-Sieger von 1980 natürlich mit dabei. Morgen Abend, lass uns ganz kurz mal über diese englische Atmosphäre sprechen, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Das Stadion an der Stamford Bridge, ich habe es nochmal gegoogelt gestern, das ist 1877 erbaut worden. Also das Stadion ist alleine 140 Jahre alt, soll jetzt in 2-3 Jahren einem Neubau weichen, eine riesen Fußballschüssel. Wie ist bei dir die Vorfreude auf diesen Ausflug nach England? Wir haben ja zu Hause, und wenn du davon sprichst, dass da die Hölle los ist, alles super, alles klasse, trotzdem, Stamford Bridge ist das eine, aber die Commerzbank Arena ist das andere und wir brauchen uns da überhaupt nicht zu verstecken, in keiner Art und Weise. Da hast du recht. Wahrscheinlich wird auch morgen der lauteste und stärkste Auswärtssupport in 140 Jahren Stadionhistorie erleben. Da gehen wir mal ganz stark davon aus. Einer, der sich auch richtig drauf freut, natürlich, ist unsere neue Kultfigur bei der Eintracht. Unser Abwehrspieler Martin Hinteregger, was der zum Rückspiel sagt, das seht ihr hier. Ja, Respekt, dass wir heute 1-1 erkämpft haben und Chancen haben wir rausgespielt, deswegen ist im Auswärtsspiel sicher noch viel möglich. Das freut uns natürlich extrem, wenn Ante wieder zurück ist, jeder weiß, wie wichtig er für uns ist. Schauen wir mal, was mit Sepp ist, vielleicht ist ja Wunderheilung da, wäre auch extrem wichtig. Aber nichtsdestotrotz hat man halt wieder gesehen, die, was am Platz stehen, wie die Gas geben, wie die zusammenfighten. Ja, mir macht es einfach verdammt viel Spaß, mit den Jungs zu spielen. Also die Chance ist da, sagt Martin Hinteregger. Und Ronny, du kennst dich mit verrückten Halbfinal-Rückspielen ja aus. 1980, als wir den Pott geholt haben, gegen Bayern München im Halbfinale. Hinspiel, 0-2 verloren, Rückspiel, kurz vor Schluss das 2-0 gemacht, dann ging es in die Verlängerung und dann haben wir die Bayern wie früher öfters aus dem Stadion geschossen.
Ja, ja, die wussten das schon im Vorfeld, dass es nicht einfach ist, weil sie ja immer wieder gemerkt haben, wenn man so ein bisschen den Arsch voll kriegt von Eintracht Frankfurt, ist das natürlich nicht jedermanns Sache von seitens Bayern München. Ja. Nein, wir haben aber 80 natürlich auch eine sehr außergewöhnlich gute Mannschaft gehabt. Seinerzeit hat man noch die Möglichkeit gehabt, auf zwei Spieler zurückzugreifen. Mhm. Ja, das war in unserem Fall, wir haben zwei Weltklasse-Spieler gehabt mit Chaboum. Mhm. Ist der eine und Bruno Petzer war der andere. Mhm. Also dann mit Körbel und Nachtwey und was auch immer, Holz, Grabi, leider Gottes verletzt, haben wir schon eine außergewöhnliche Mannschaft gehabt, die in jeder Phase des Spieles, vergleichbar ein bisschen auch jetzt mit unseren Jungs, in der Lage ist, gewisse Spiele auch zu drehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, was die Geschichte der Neuzeit dann schon wieder voraus ist. Und will damit nur sagen, alles ist möglich. Du hast gerade angesprochen, Bruno Petzai damals mit 2 Toren. Dann seid ihr ins Finale eingezogen und Fred Schaub gegen Gladbach hier zu Hause den entscheidenden 1-0-Treffer gemacht. Dann lag uns Europa zu Füßen. Was war das damals für ein Gefühl als UEFA-Cup-Sieger? Das wird das gleiche Gefühl sein, wie wir es jetzt demnächst erfahren. Sehr gut, jawohl. Das hast du auch gesagt. Ja, na klar. Du hast es auf der Zunge gehabt, ich habe es dir vorgenommen. Ja, Bruno Petzai, du sprichst ihn an, hat im Halbfinale 2 Tore gemacht. Dann ging es ins Finale hier zu Hause und dank Fred Schaub ein ja, viel umjubelter 1-0-Sieg. Was war das für ein Gefühl, den UEFA-Cup-Pott in die Höhe zu stemmen? Ganz Europa hat euch ja in dem Moment zu Füßen gelegen. Ja, ich meine, wir haben mit Freddy Schaub, Nachwuchsspieler, und ich habe des Öfteren mit ihm auch im Zimmer gelegen und wir hatten auch viel Spaß. Und Freddy war damals in der Phase so kurz vor der Hochzeit und er kommt ja aus Fulda. I Pedro, eigentlich handle ich so leib. da bin ich bald aus dem Bett geflogen jeweils. Freddy war natürlich ein super Typ, aber wir müssen noch eines bedenken, unabhängig des Tores, was für uns natürlich gigantisch war und auf eine Art und Weise zelebriert, wie es nur der Freddy kann. Das ist so auf kurzem Wege. Freddy war schon ein außergewöhnlicher Typ in einer außergewöhnlichen Mannschaft. Eine außergewöhnliche Mannschaft, die haben wir auch heute. Wir haben ja im Endeffekt nur noch 3 bis 4 Spiele diese Saison. Kommt drauf an, wie es morgen Abend ausgeht. Lass uns vielleicht abschließend nochmal so ein kleines Saisonfazit ziehen. Ich denke, man kann jetzt schon sagen, wenn man sich die letzten 3 Jahre Entwicklung auch anschaut, ist das phänomenal, oder? Ja, mehr geht nicht. Also das ist schon eine Sensation in sich. Ich habe jetzt, und da wollte ich darauf hinaus, ein Interview mit Adi Hütter gesehen, direkt nach dem Spiel gegen Ulm. Mhm. Pokal, mhm. Rausschmiss. Mhm. Und was außergewöhnlich war, er hat damals genauso gewirkt nach dieser Katastrophe und nachdem wir aus dem Pokal rausgeflogen sind, war er ganz cool, ruhig, zielorientiert in seinen Aussagen. Mhm. Da muss ich sagen, Hut ab. Mhm. Und das ist etwas gewesen, was ja nicht unbedingt jeder kann, auch cool in ganz schwierigen Situationen zu sein. Ja, und der Erfolg gibt ihm recht. Ich denke auch Adi Hütter, wenn man sich die gesamte Saison anschaut, er hat fast jeden Spieler nochmal eine Stufe höher gehoben. Ja, absolut. Und das ging ja durch die ganze Zeit von ihm. Wir müssen natürlich auch, wenn man jetzt da mal bespricht, muss man natürlich auch den vorhergehenden Trainer mit hineinziehen. Also dieses Paket, was da geschlossen wurde und was initiiert wurde durch Freddy Bobic, ist schon mehr als außergewöhnlich. Aber wie das halt so ist, man will immer mehr. Von daher sind wir alle mal gespannt, wie das weitergeht und vor allen Dingen halt auch jetzt das Spiel am Donnerstag, wo wir uns natürlich alle drauf freuen, wo jeder vielleicht ein bisschen prickelnde Situation verspürt, dadurch, dass wir halt jetzt nicht unbedingt ein glänzendes Auswärtsspiel gemacht haben. Aber wir haben absolut die Möglichkeit, als Team da auch nochmal eine Runde weiterzukommen, obwohl es aus heutiger Sicht mit dem
dass wir so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand stehen, kann auch motivierend sein. Und es wird auch so. Und das haben unsere Jungs auch immer wieder gezeigt, dass sie in schwierigen Situationen richtig Gas geben können. Und da freuen wir uns natürlich alle. Also der Traum von Baku, der lebt nicht nur bei Ronny Borchers, sondern ich denke, der lebt in jedem von uns. Ja, es werden nicht ganz so viele Frankfurter diesmal dabei sein. Deswegen wünsche ich dir schon mal eine ganz tolle Reise. Dich beneiden, glaube ich, sehr viele Leute. Wenn ihr mit in London seid, dann natürlich eine angenehme und sichere Heim- und Rückreise. Und wenn ihr zu Hause geblieben seid, dann natürlich hier entweder beim Public Viewing bei uns oder in irgendwelchen Kneipen rund um Frankfurt viel Spaß. Und wenn ihr noch das richtige Outfit sucht für unseren Saison-Endspurt, dann gibt's das hier und heute bei uns zu gewinnen, wie immer in der Krombacher Runde. Das ist ein Match-Worn-Trikot von Jelson Fernandes aus dem Hinspiel. Hier sogar ein bisschen aufgerissen. Das macht er immer bei jedem Spiel. Und Match-Worn, gell? Ronny, riech mal dran. Gell, da hängt der Rasen noch dran. Tippt die richtige Tendenz für das Rückspiel in London und dann seid ihr im Lostopf mit dabei. Vielen Dank, Ronny, dass du bei uns warst. Sehr gern. Und ja, toi, 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 Road to Baku. Ein Match noch und dann stehen wir vielleicht wieder zum ersten Mal seit 1980 im Finale eines Europapokals. Wir hoffen drauf, auf eine magische Nacht. Bis dann.